Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute backe ich Brot nicht mit Sauerteig, sondern mit Hefe. Habe ich gestern einfach vergessen, abends den Vorteig anzustellen. Und zur Freude für meinen Mann mache ich heute so ein Brot. In Kastenform, schön, fluffig, aber nicht so wie ein Toast. Es ist schon unterschiedlich. Und wenn ihr natürlich Interesse habt, wie ich heute mein Brot gebacken, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Das Brot kann man mit Weizenmehl 550 backen oder mit Dinkelmehl, wie ich heute, mit 630. Habe ich auch noch ein bisschen dazu gegeben, Vollkorn-Dinkel. Es duftet Brot sehr lecker, wirklich. Und sieht natürlich sehr schön und mein Mann mag solche Brote, deswegen für heute ist das für ihn. Viel Spaß, liebe Freunde! Mein heutiges Brot besteht aus folgenden Zutaten. Ich habe jetzt hier 400 Gramm Dinkelmehl, 630 Typ genommen, dann 50 Gramm Vollkorn-Dinkelmehl. So ungefähr 9 Gramm Salz, 10 Milliliter Öl, 270 Milliliter warme Wasser. Nehme ja auch noch so nicht ganz volle Teelöffel von Honig. Und hier habe ich ungefähr so zwischen 16 und 17 Gramm frische Hefe. Kann man auch trockene Hefe nehmen, ungefähr so 6 Gramm. Das werden wir jetzt gleich alles in unserer Schüssel geben. Und kneten wir Teig. Teig kann man mit Maschine kneten oder auch mit der Hand geht es. Nun mit der Hand etwas länger, ungefähr so 10 Minuten muss man schon mit der Hand kneten, 10-12 Minuten. Erstmal in warmem Wasser werde ich den Honig auflösen. So, und da kann ich gleich auch schon frische Hefe reinkrümmen. Wenn ihr mit trockener Hefe arbeitet, dann kann man gleich mit dem Mehl mischen, verrühren, bis das die Hefe sich auflösen. Wenn die Hefe sozusagen frisch gekauft sind, muss man jetzt nicht stehen lassen und aufgehen, kann man die gleich verwenden. Wenn die natürlich etwas länger liegen im Kühlschrank, dann würde ich raten, erstmal die aufgehen lassen, dass ihr wisst genau, dass eure Hefe sozusagen aktiv sind. So haben wir einige Masse alles gut verrührt. Der Rest macht den Knetehaken. Geben wir dazu Salz, Öl und sieben wir unser Mehl auch dazu. Erstmal den Vollkornmehl und dann Dinkelmehl. So, das haben wir. Und jetzt stellen wir das zum Kneten. Erstmal auf die langsame Stufe, so ein, zwei Minuten und Rest das auf die schnellere Stufe. So, schaut ihr. Der Teig ist komplett von der Schüssel abgegangen, hat sie sich richtig in einen Klossteig gemacht. Und so soll er sein. Dann ist das unser Teig fertig, wenn er komplett von der Schüssel abgeht. So, machen wir jetzt ab. Und das hat gedauert 10 Minuten. Erstmal merkt ihr, der Teig wird so fast wie flüssig und schmiert komplett auf den Schüsselrand. Und dann macht er sich immer mehr und mehr zusammen, bis so ein Klump. Schüssel rausnehmen. Ich nehme immer ein bisschen Öl auf meine Hände. Am besten mit den Spaten rausnehmen. Eigentlich muss man ihn gar nicht rausnehmen, aber ich möchte euch jetzt gerne zeigen, wie der Teig aussieht. Er ist sehr schön elastisch. Schaut ihr. Wie schön sieht er aus. Richtig schön. So. Geben wir auch ganz bisschen Öl in unsere Schüssel. Dann geht er ein bisschen besser raus. Oder sozusagen sauber raus aus der Schüssel. Auch oben drauf.
Deckel drauf und lassen wir ihn erstmal aufgehen und richtig schön vergrößern. Ich stelle meine Schüssel in den Backofen. Ich heize erstmal auf 30 Grad vor, schalte aus und stelle meine Schüssel da rein. Fertig. So, es sind jetzt 74 Minuten vergangen. Schauen wir nach unserem Teig. Schaut, wie gut es sich vergrößert. Ich glaube, er hat sich sogar dreifach vergrößert. Jetzt holen wir ihn raus. Ich nehme ein bisschen Öl auf die Platte und auf meine Hand und holen wir erstmal den Teig raus. Es ist kein so richtig fester Teig, richtig schön weich und fluffig. So wird auch euer Brot sein. Erstmal werden wir unseren Teig zu einer Kugel formen. Jede Seite ziehen wir zur Mitte. So, drehen wir um, rollen wir zur Kugel und lassen wir noch hier jetzt auf dem Tisch für so ungefähr so 10-15 Minuten nochmal ruhen. Abdecken und ruhen lassen. So, es sind jetzt 15 Minuten vergangen. Schaut nach unserem Brot. Und jetzt können wir ihn formen und in eine Kastenform reinlegen. Die Kastenform habe ich auch schon etwas angefettet. Gebe wieder auf meine Hand etwas Öl, weil ich möchte nicht mehr mit dem Mehl arbeiten, dass unser Teig wird nicht mit dem Mehl gestoppt und das Brot wird sehr fluffig. Schaut, wie viel Luft ist denn unser Teig. So, und jetzt werden wir ihn falten und drehen, einfach so einrollen. Hier mit dem Daumen ein bisschen fester machen. Drehen um, den Naht ein bisschen abknipsen. Hier können wir auch an die Seite anknipsen. Dann wird es etwas gerade, die Scheiben, nicht so gedreht. So, und das legen wir alles in unsere Form. Hier noch ein bisschen Öl. Es kann man gleich anschneiden oder schneidet es dann, wenn es schon aufgegangen ist. Und stellen wir wieder in den warmen Ort, ungefähr so für 30, 40 Minuten. Bei jedem wird es unterschiedlich sein. Auf jeden Fall, der Teig muss richtig schön aufgehen. Kann man sagen, dass der Teig so aufgeht, dass es in unserer Form voll ist. Und kurz bevor ihr seht, dass es schon richtig schön aufgegangen, könnt ihr dann schon euren Backofen zum Vorheizen anmachen. 250 Grad Ober-Unterhitze oder 230 Grad Umluft. Erstmal nur zum Vorheizen. So, es sind jetzt 35 Minuten vergangen. Schaut ihr nach unserer Brot, wie schön ist es aufgegangen. Unten im Backofen stellen wir eine feuerfeste Schale und geben wieder heißes Wasser, dass wir sozusagen einen Dampf erzeugen können im Backofen. Und stellen wir unser Brot. Nach 15 Minuten aber holen wir die Schale raus. So sieht jetzt aus. Unten ist die Schale mit Wasser, auf die mittlere Schiene ist mein Brot. Und jetzt stelle ich mal Regler von 230 auf 190. Und backen wir erstmal 15 Minuten, dann holen wir die Schale mit dem Wasser raus und backen wir unser Brot weitere so 15-20 Minuten. Insgesamt dauert so ein Brot ungefähr zwischen 30 und 40 Minuten zum Backen. So, es sind jetzt fast 15 Minuten vorbei und jetzt holen wir unsere Schale mit dem Wasser raus. Gleich bitte. Schaut, wie unser Brot schon aussieht. Ehrlich, ganz vorsichtig. Die Form drehe ich nach oben
weil ich habe mitbekommen, dass mein Backofen hinten backt stärker als vorne. Und besprühe noch kurz mit warmem Wasser. So, dann stelle ich die nächsten 15 Minuten und dann holen wir unser Brot raus aus der Form und können wir einen Klopftest machen. Und dann merken wir, ob er noch braucht, ein bisschen nachgebacken werden, ohne Form, oder vielleicht ist er gut. So, die nächsten 15 Minuten sind vergangen. Das Brot fühlt sich sehr, sehr leicht. Jetzt holen wir ihn aus der Form und schauen wir, ob wir ihn nachbacken müssen. So. Ich glaube, so für 2-3 Minuten, dass er richtig schöne knusprige Kruste hat, wird es nicht schaden. So, habe nur 4 Minuten nochmal nachbacken lassen. Dann hört sich gleich sofort ganz anders aus. Und schaut, was für so ein schönes Brot haben wir bekommen. Da freut sich mein Mann, der mag solche fluffige Brote. So lassen wir es mal ein bisschen abkühlen und dann schneiden wir es Stückchen ab. Solche Brote am besten lieber auf die Seite abkühlen lassen. So, unser Brot ist jetzt nur leicht lauwarm. Dann können wir schon mal Scheibchen abschneiden und mal schauen, was ist heute bei uns geworden und wie. So, knusprige Kruste. Und schaut, wie schön sieht unser Brot aus. Wirklich sehr, sehr weich. Aber nicht weich wie ein Toast. Das kann ich nicht vergleichen. Es ist schon wie ein Brot. Und wenn er wird richtig kalt, wird auch dann etwas fester. Aber sonst ist richtig schönes Brot geworden. Ein schönes Dinkelbrot. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Einen guten Appetit danach wünsche ich. Natürlich auch gutes Gelingen. Und für euren Kommentar würde ich mich sehr freuen. Für Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn mein Kanal euch gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es weiter teilt. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!